August Horch war einer der bedeutendsten Pioniere in der Geschichte des Automobils. Seine Limousinen und Sportcabriolets standen seinerzeit für unvergleichlichen Luxus. Das August-Horch-Museum in Zwickau erinnert an den eigenwilligen Ingenieur, der nicht nur Schöpfer einer automobilen Legende war, sondern dessen Wirken und Erfindungsgeist noch heute andauern. Hier befindet sich das älteste Fahrzeug unserer Ausstellung, nämlich ein Horch Faitot von 1911 mit einem 3,2-Liter-Motor. Und dieses Fahrzeug ist sozusagen das Empfangstück und Prachtstück unseres Museums. Kaum 10 Jahre zuvor fuhr man noch Kutsche. Und das sieht man auch dem Horch Phaeton an. Holzräder und Kotflügel erinnern an die Pferdefuhrwerke. Ebenso die Trittbretter für Benzinkanister und die Gasanlage, die die Scheinwerfer befeuert. Und auch die Tatsachen, dass die Lenkung rechts lag, damit der Kutscher, Entschuldigung, der Fahrer, stets den Straßengraben im Blick hatte, oder die außenliegende Handbremse und Gangschaltung, lassen mehr an eine Kutsche als ein Auto denken. Hier haben wir den ältesten Audi, den wir im Museum haben. Es ist ein Typ B, der ab 1911 hier in diesem Haus gebaut worden ist. Mit diesem Fahrzeug hat August Horch zum Beispiel auch die berühmte Alpenfahrt gemacht. Die Alpenfahrt war damals die schwierigste Bergprüfung, die es gab. Man könnte es vergleichen mit der heutigen Rallye-Weltmeisterschaft. August Horch gewinnt mit dem Typ B die Alpenfahrt 3-mal in Folge und etabliert damit nur 2 Jahre nach Gründung der neuen Firma das Motorsportrenommee, für das Audi heute noch steht. Nur, warum baut Horch einen Audi? 1909 verlässt der kompromisslose Ingenieur wegen Differenzen mit Geschäftspartnern die eigene Firma, um im gleichen Jahr seine neue Manufaktur zu gründen. Doch die junge Autofirma hat mit einem elementaren Problem zu kämpfen. Sie hat keinen Namen, denn die Namensrechte an Horch liegen bei der alten Firma. Ein stimmiger Name ist das A und O. Nur August Horch und seinem alten Freund und Finanzier Franz Fikentscher will einfach kein angemessener Name einfallen. Gott sei Dank ist der 10-jährige Sohn von Fikentscher, Heinrich, ein guter Lateinschüler und hat die rettende Idee. Audi? Horch ist die Imperativform von horchen, hören, lauschen. Und die lateinische Entsprechung ist Audi. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutet Automobilbau viel Handarbeit und schwere Maschinerie. In den 20er Jahren werden die Maschinen noch per Transmission angetrieben. Der elektrische Einzelantrieb kommt erst zu Beginn der 30er Jahre. Die Stückzahlen in der Fertigung liegen bei nur wenigen 100 Fahrzeugen im Jahr. Nichtsdestoweniger setzt August Horch bei seinen Marken Horch und später Audi von Anfang an auf höchste Qualität und technische Innovation. Vorsprung durch Technik in seiner Frühform. Ja, wir befinden uns hier in der mechanischen Fertigung, das Herzstück einer Fabrik in der damaligen Zeit. Hier wurde gedreht, gefräst, gestoßen, gesägt, aber auch gepresst. Mit solchen Maschinen wurde die sprichwörtliche Präzision von Horch und Audi in der damaligen Zeit bewerkstelligt. Bis zu 1000stel Millimeter wurde dort gearbeitet. Das war auch die Voraussetzung, um Motoren in der Qualität von Horch zu erzeugen, die einen bekanntermaßen sehr ruhigen Lauf hatten, die im Leerlauf sogar ein aufgestelltes 5-Mark-Stück nicht zum Umfallen brachten. Horch sind Automobile der Superlative. Die Fahrzeuge werden ab 1927 nur mit 8- und 12-Zylindern gebaut, die in Sachen Laufkultur und Leistung Maßstäbe setzen. Sie sind die komfortabelsten Autos, denn mit Größe wird nicht gegeizt. Statt herkömmlicher Fahrzeugdesigner werden Künstler mit den Entwürfen der Fahrzeuge betraut, um sicherzustellen, dass Horch-Limousinen und Cabriolets zu den schönsten ihrer Zeit gehören. Und selbst Händlerpreise, die heute zwischen 150.000 und 200.000 Euro liegen, wie bei diesem Horch 853 Cabriolet, können nicht verhindern, dass Horch mit 55% Marktanteil in den 30er Jahren das Luxussegment in Deutschland beherrscht. Wir
befinden uns hier in einer Tankstelle der 20er, 30er Jahre. Eine sehr wichtige Zeit. Bereits 1921 hat Audi die Rechtslenkung in die Linkslenkung umgewandelt und war damit der Pionier in Deutschland, der die Linkslenkung eingeführt hat. Aber auch wichtige andere technische Highlights wie den Ölfilter, der damals maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Langlebigkeit der Motoren besser wurde und verschiedene andere Dinge noch dazu. Insgesamt ging es aber Mitte der 20er Jahre etwas abwärts. Nachdem 1929 ja die Weltwirtschaftskrise ausbrach, konnte man mit großen Motoren und großen Automobilen kein Geschäft mehr machen. Schließlich führte das dazu, dass immer mehr Firmen in Bedrängnis kamen und das führte dann zur Gründung der Autounion AG. Der Zusammenschluss in der Autounion von DKW, Wanderer, Audi und Horch stärkt die Marken, die allein in der Krise nicht überleben könnten. Strategisch intelligent besetzt jeder Hersteller sein eigenes Segment. DKW baut Kleinwagen, Wanderer Mittelklassefahrzeuge. Audi belegt das Segment der gehobenen Mittelklasse und Horch versorgt die Oberklasse. Ein Plan, der aufgeht. 1937 ist jedes vierte Fahrzeug in Deutschland ein Erzeugnis der Autounion. Doch die Tage der Großraumlimousinen und Cabriolets mit kultivierten 8- und 12-Zylindermotoren sind gezählt. Horch ahnt, dass eine Ära zu Ende geht, die so nicht so bald, vielleicht nie wiederkehren wird. Die Wirtschaftskrise Ende der 20er war nur der erste Rückschlag. Der ausbrechende Zweite Weltkrieg ist dann der Anfang vom Ende. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges geht eine ruhmreiche Geschichte zu Ende. Die Autounion AG mit ihren vier Marken Audi, DKW, Horch und Wanderer war mit Kriegsende auch besiegelt. Wir freuen uns natürlich als August-Horch-Museum, dass im Westen dann die Marke fortgesetzt wurde. Audi ist wieder zum Leben erwacht 1965 und hat zu neuen Erfolgen angesetzt. Diese Marke feiert bekanntlicherweise ja heuer ihren 100. Geburtstag und wir gratulieren sehr herzlich zu diesem Ereignis. August Horch hat mit Innovationsfähigkeit, Mut zum Risiko und Unternehmergeist Spuren in der Automobilgeschichte hinterlassen. Spuren, die folgerichtig in der Premium-Marke Audi kulminieren. Horch ist heute Legende, aber Legenden, so sagt man, sterben nie.